Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich nehme euch heute mit durch eine ganze Woche Ironman Training und zwar das Lauftraining. Kurzer Überblick über die Woche. Heute Tempo-Wechsellauf, morgen in der Früh ein etwas längerer Lauf, aber in einer super, super easy Pace. Am Freitag ein längeres Intervalltraining, 1,5 Stunden und am Sonntag dann noch ein Long Run. Voraussichtlich so um die 2 Stunden. Vielleicht ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer, mal schauen, wie es mir geht. Aber das auch in einem Pulsbereich, der sehr, sehr niedrig ist. Heute steht ein Intervallrun am Plan. 7 Minuten in Zone 1, das ist bei mir die Zone 1. Ich benenne das jetzt einfach so, ein sehr, sehr niedriger Pulsbereich. Und zwar ist das unter 141. Und dann geht es aber rasant hinauf, und zwar in Zone 3. Zone 3 beim Laufen ist 100 ab 180 bis 189. Ich nehme euch jetzt mit. Los geht's. I'm saying let's go. You're saying maybe. Let's find a disco. You're stuck at home being so lazy. Hey. Wie gestern schon angekündigt, geht es heute auf meinen 80 Minuten Easy Run. Mein derzeitiges Aufbautraining für den Ironman besteht hauptsächlich aus Workouts in einem sehr niedrigen Pulsbereich, um meine Grundausdauer aufzubauen. 80% meiner Trainingseinheiten sind in der sogenannten Zone 1, manche nennen es auch GA1, also Grundausdauer 1 oder auch A1. Ich bleibe jetzt einfach bei Zone 1. Dieses Grundausdauertraining ist super wichtig, um meine aerobe Basis aufzubauen. Es gibt das sogenannte aerobe Training, dieses ist langsamer in einem niedrigen Pulsbereich und verbessert die Ausdauer. Und das anaerobe Training ist in einem hohen Pulsbereich schneller, explosiver und mit mehr Muskelkraft. Mit einem Laktattest kann man diese Bereiche berechnen lassen, um zu wissen, in welchem Pulsbereich man trainieren soll. Wunderschönen guten Morgen. Heute das dritte Laufworkout dieser Woche. Gestern war ich in der Früh schwimmen und am Abend Fahrradfahren und heute gleich in der Früh Intervalltraining und am Abend eine Runde Fahrradfahren. Ich habe jetzt schon das erste Drittel geschafft und zwar 3x 20 Minuten in Zone 1, danach 10 Minuten in Zone 2. Also bei mir ist das ein Puls über 161 und genau, macht wieder richtig viel Spaß. So, meine Garmin schreit die ganze Zeit, dass mein Puls zu niedrig ist. Deshalb werde ich jetzt wieder los joggen, 20 Minuten und danach 10 Minuten ein bisschen aufs Gas steigen. Mein letztes Lauftraining für die Woche und zwar mache ich heute meinen Long Run. Das heißt, ich bin ungefähr 2 Stunden unterwegs heute. Ich rechne das derzeit nicht mit Kilometer, sondern achte auf die Zeit und meinen Puls in dieser Zeit. Das heißt, mein Puls soll wie unter 141 sein und das für 2 Stunden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal.